Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich bin wieder da, ich habe es geschafft, ich bin umgezogen, sitze in meinem neuen Lesesessel neben meinem neuen Bücherregal, das noch längst nicht fertig sortiert ist, erstmal nur die Bücher reingestellt. Teilweise stehen sogar die Reihen nicht beieinander, aber dafür möchte ich mir noch ein bisschen Zeit nehmen. Es gibt noch ein weiteres Bücherregal, das noch nicht befestigt ist. Und deswegen muss es jetzt noch ein bisschen warten. Aber worauf ich nicht warten wollte, ist mit dem Drehen und euch ein neues Video zu bereiten. Denn das hat mir einfach auf den Fingernägeln gebrannt, jetzt endlich wieder loszulegen. Das ist alles noch nicht perfekt. Der Ton kann sein, dass es hier ein bisschen hallt, weil noch nicht alle Möbel drin stehen. Und der Ausschnitt ist vielleicht jetzt auch noch nicht der es jetzt immer sein wird. Und das Licht muss ich alles noch mal ein bisschen gucken beim Schneiden. Aber jetzt fürs Erste soll es so reichen. Ich habe gedacht, wir fangen mit dem Halbjahresrückblick an. Denn ich finde, das ist ein ganz guter Start, um reinzukommen wieder. Wir blicken einmal zurück die letzten 6 Monate. Und dann kann es frisch vorwärts wieder in den nächsten Leseabschnitt gehen. Und ich finde das symbolisch irgendwie auch gerade für meinen Lebensabschnitt sehr passend. Und ich habe mir dafür den Mid-Year Book Freakout Tag ausgesucht, der ja jedes Jahr aufs Neue immer wieder beliebt ist bei den Booktubern und immer wieder neu gedreht wird. Innerhalb dieses Tags wird halt mit Fragen, die sich auf den letzten Leseabschnitt, also das letzte Halbjahr beziehen, immer wieder danach gefragt, was für Bücher man gelesen hat. Und da wollen wir einfach mal schauen. Es gibt Fragen, auf die ich mich jetzt nicht ganz so sehr konzentriert habe, wo ich nicht viel zu sagen habe, und wieder andere, wo ich dann mehr zu sagen habe. Es sind 13 an der Zahl und jetzt wollen wir einfach mal loslegen und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, dass es jetzt endlich hier wieder weitergeht. So, wir fangen an mit der Frage, die eigentlich auch die wichtigste ist aus diesem ganzen Tag, beziehungsweise die vielleicht auch die meisten Leute interessiert. Und zwar, da wird nach dem besten Buch aus 2022 gefragt, beziehungsweise das bisher beste Buch aus 2022. Das ist mir gar nicht so schwer gefallen. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht schwer fällt, aber ich hatte gleich ein Buch im Kopf, bin dann nochmal mein Lesetagebuch durchgegangen und habe aber gemerkt, nein, das war schon die richtige Wahl. Und zwar spreche ich von Die Geheimnisse von Briar Hill von Megan Shepherd. Das habe ich, glaube ich, im Januar tatsächlich gelesen, schon gleich, und gleich gemerkt, das ist ein Highlight. Das werdet ihr auch in den Jahreshighlights nochmal sehen, auf jeden Fall. Auf welche Position es da kommt, kann ich euch noch nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall öfter nochmal in die Kamera gehalten werden. Ja, es geht auf jeden Fall unter die Haut und es ist zwar ein Kinderbuch für Kinder ab 12 Jahren ungefähr empfohlen, aber ich finde, es ist auch sehr gut für Erwachsene zu empfehlen, weil dieses Buch einfach auf verschiedenen Ebenen gelesen und interpretiert werden kann. Man muss es aber nicht erkennen, diese Ebenen, um ein Lesevergnügen zu haben oder einen Mehrwert daraus zu ziehen oder es halt auch zu verstehen überhaupt von der Geschichte. Wir treffen hier auf Emmaline und sie befindet sich in einem Krankenhaus in Briar Hill. Dieses Krankenhaus ist vorübergehend errichtet worden bzw. in einem alten Herrenhaus aufgemacht worden, denn wir befinden uns mitten im Krieg und dort werden eben alle kranken Kinder hingebracht, die nicht von ihren Eltern oder von Familie betreut werden können. Und so auch Emmaline, die fern von ihrer Heimat jetzt leben muss unter den verschiedensten Kindern, die krank sind, und so auch sie. Und das Herrenhaus steht mitten in einer verschneiten Landschaft und es der Wind zerrt an den Fenstern. Es ist durchaus sehr ungemütlich und auch herrscht dort auch eine gewisse Strenge. Sie hat aber dort auch ein paar Freunde und natürlich auch einige Feinde unter den Kindern. Eines Tages geht sie oder flüchtet sie in den verwunschenen Garten, der so ein bisschen auch heruntergekommen ist natürlich, und dort trifft sie auf einem oder sieht sie ein geflügeltes Pferd und sie merkt sofort, dieses geflügelte weiße Pferd, das braucht Hilfe,
und nur sie kann diese geflügelten Pferde sehen, denn sie hat schon vorher diese geflügelten Pferde gesehen, sie sieht sie aber immer nur in Spiegeln in dem Herrenhaus und alle anderen denken so ein bisschen, dass sie ein bisschen verrückt ist, vielleicht das auch irgendwie mit der Krankheit zu tun hat. Aber sie zeichnet sie und sie denkt die ganze Zeit an sie und überlegt, was das zu bedeuten hat. Und jetzt trifft sie eben dieses geflügelte Pferd in der realen Welt, in dem Garten. Und sie weiß, da gibt es irgendwie eine Bedrohung und sie muss diesem Pferd helfen. Mehr möchte ich gar nicht sagen, weil man das schon irgendwie selbst entdecken muss. Was ich aber auf jeden Fall bekräftigen muss, ist, dass es hier sich nicht um eine Pferdegeschichte handelt, dass man sagt, okay, das ist eine typische Pferdegeschichte für Pferdeliebhaber. Mich hat es durchaus angesprochen, weil ich eben Pferdemädchen bin, aber eben auch diese tiefgründigere zweite Ebene, die hat das irgendwie zu einem besonderen Buch gemacht, weil man kann das hier für bare Münze nehmen, eine fantastische, tragische Geschichte lesen, aber eben auch, diese Pferde, diese geflügelten Pferde für etwas stehen, symbolisch für etwas stehen. Und ich finde es gut, dass die Autorin im Nachwort für die Jugendliche das so ein bisschen erklärt hat. Als Erwachsener braucht man das nicht unbedingt, diese Aufklärung. Vor allem ist es ja für jeden Leser auch irgendwie was anderes. Und wenn man dann das Nachwort liest, dann ist es natürlich sehr festgefahren. Aber wenn man es selbst sich erklärt, dann kann man, das sich für sich deuten, wie man möchte. Und auch das Ende kann man auf verschiedene Arten und Weisen deuten. Nicht, dass es offen ist, sondern einfach, jeder erkennt es anders. Ich habe wirklich viele Tränen vergossen bei diesem Buch, hatte Gänsehaut, hatte schöne magische Momente. Und das war genau die richtige Mischung aus mystisch, magisch, verschneit, tragisch. Ja, aber auch irgendwie überraschend und ich kann das allen Fans empfehlen, für die auch gerne, 7 Minuten nach Mitternacht gelesen haben. Da gab es ja auch dieses fantastische Element, aber eben auch diese Verbindung zur Realität. Und hier hat die Autorin einfach dieses Kriegsthema und wie Kinder in diesem Krieg leben, eingeflochten und verpackt in diese Pferdesymbolik und verwendet aber auch sehr viele Wörter, die in diesen Krieg passen. Ja, und ich wollte eigentlich gar nicht so ausschweifend über dieses Buch jetzt sprechen, aber ich finde gerade diese Frage am Anfang, finde ich, da muss man schon ein bisschen mehr drauf eingehen und dieses Buch hat es auch einfach verdient, nochmal erwähnt zu werden. Von daher, ihr dürft euch freuen, wie gesagt, in den Jahreshighlights werde ich dann nochmal drüber sprechen. Ich bin gespannt, was für Bücher sich da noch dazugesellen werden, aber das war auf jeden Fall große Überraschung und großes Highlight in diesem Jahr bisher, 2022. Und wie gesagt, ich kann es wirklich Jugendlichen, Erwachsenen, Pferdefans, aber eben auch Nicht-Pferdefans empfehlen, die halt ein bisschen tiefgründigere, symbolische Bücher lesen wollen. In der zweiten Frage möchte man wissen, welche Fortsetzung am besten gefallen hat im ersten Halbjahr. Und ich habe tatsächlich nur als Fortsetzung in der Nebelgeborenen-Reihe gelesen, nämlich Band 2 und Band 3, haben also nicht so viel Konkurrenz. Ich würde sie jetzt nicht so sehr hervorheben, dass es die beste Fortsetzung ist. Sie haben mir gut gefallen, aber ihr seht, ich halte nichts hoch. Ich habe sie mittlerweile aussortiert. Ich möchte beim Aussortieren ja so ein bisschen rigoroser werden und es klappt jetzt auch immer besser, obwohl ich die Reihe tatsächlich gut fand und die Charaktere mir besonders ans Herz gewachsen sind. Das Magiesystem, wie so oft bei Brandon Sanderson, ja wirklich gut ausgeklügelt war, war es für mich einfach von der Welt, von der Erzählstruktur ein bisschen zu viel Politik, ein bisschen zu viel Belagerung, ein bisschen zu viel Krieg. Und von daher kann ich jetzt auch gar nicht sagen, dass es jetzt die beste Fortsetzung ist, obwohl sie es natürlich ist, weil sie einfach keine andere Konkurrenz hat. Aber ich will mich jetzt darauf auch gar nicht so viel konzentrieren bei dieser Frage, denn es gibt andere Bücher, die ich einfach in diesem Jahresrückblick irgendwie mehr hervorheben möchte.
Und deswegen, würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage über, die nach einer Neuerscheinung fragt aus dem ersten Halbjahr, die ich auf jeden Fall noch lesen möchte. Und da ist mir das nicht schwer gefallen, und zwar ist das Whispering Fields, Blutige Ernte von Thomas Finn. Ja, von Thomas Finn schwärme ich euch ja immer wieder vor, weil ich seine Horror-Thriller einfach sehr, sehr gerne mag. Ist einfach ein Schema, was er immer wieder aufgreift, was mir sehr, sehr liegt. Es sind immer sehr unterhaltsame, spannende, schnell zu lesende Geschichten, die ja klassischen Horror beinhalten und immer wieder eine Mythe oder Sage in den Fokus stellt, wo er recherchiert hat und die er dann wunderbar mit einflechtet. Und das gefällt mir immer sehr gut. In diesem Fall ist es besonders, weil die Sage, auf die das hier beruht, in einem anderen Buch eine Rolle spielt. Dieses Buch liebe ich selbst auch sehr, und zwar ist das Krabat von Ottfried Preußler. Und das hat mich natürlich erst recht angesprochen. Von der Story her selbst, als ich jetzt den Klappentext nochmal gelesen habe, hätte es mich gar nicht so sehr fasziniert, wenn ich nicht wüsste, dass es eben auf dieser Sage beruht. Und weil es eben auch viel um Polizei und Kommissare geht, die ja in einem Kornfeld Kornfeldkreise finden, aber auch Leichen, ich glaube ohne Köpfe, ja genau, Leichen, denen der Kopf fehlt und Menschen verschwinden ohne jede Spur. Es gibt aber auch noch einen weiteren Protagonist, und zwar ist das ein Schüler, und zwar ist das Tim Opitz, und er will eben die Suche nach seinem vermissten Zwillingsbruder selbst in die Hand nehmen und beginnt mit seinen Freunden auf eigene Faust den Spuren nachzugehen. Das wäre wieder der Strang, der mir, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen wird als jetzt die Polizei und Kommissare. So Ermittlerkrimis sind eh nicht so meins. Ich bin gespannt, wie das hier fokussiert ist. Aber das, was mich hier eben am meisten angesprochen hat, ist hier der letzte Satz oder der letzte Abschnitt. Hinweis um Hinweis gelangen beide Gruppen auf die Spur einer uralten, hungrigen Macht, die sich um eine verlassene Mühle und ein eigentümliches sorbisches Dorf manifestiert. Ja, dieses Buch habe ich noch nicht gelesen. Ich würde es am liebsten direkt verschlingen, aber ich möchte vorher gerne noch mal Krabat lesen oder als Hörbuch hören. Ich habe es mir jetzt als Hörbuch tatsächlich runtergeladen, weil ich habe es vor Jahren halt gelesen und davor nochmal vor Jahren in der Schule als Schullektüre, und ich fand es einfach richtig schön düster und atmosphärisch, und ich möchte das, glaube ich, gerne nochmal auffrischen, damit ich hier die Anspielungen vielleicht besser verstehen kann oder merke und dass es dann vielleicht noch mehr Spaß bringt, dieses Buch zu lesen. Deswegen habe ich es noch nicht gelesen. Ja, ich mag auch das Cover sehr gerne, besonders hier, ich weiß nicht, diesen Farbverlauf. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass mich das jetzt nicht zu sehr mit der Polizei und den Kommissaren irgendwie stört. Aber ich glaube, dass Thomas Finn hier wieder wunderbar sympathische Charaktere erschafft, mit denen man sich gut identifizieren kann und gut mitfiebern kann. So ist es jedenfalls bisher in seinen Büchern gewesen. Als nächstes wird man nach der größten Enttäuschung gefragt, die man bisher im ersten Halbjahr hatte. Und ja, Enttäuschung definiere ich immer so, dass man ja durchaus eine gewisse Erwartungshaltung haben muss, um überhaupt enttäuscht zu werden. Das heißt, bei dieser Frage würde ich jetzt nicht unbedingt mit dem schlechtesten Buch antworten, sondern tatsächlich da, wo man die meisten Erwartungen hatte und die ja nicht eingetroffen sind. Und da ist mir dann Vergissmeinnicht von Kerstin Gier eingefallen, weil ich einfach ihren Schreibstil, ihren Humor, ihre liebevollen, schrulligen Charaktere so liebe und ich einfach gehofft habe, dass es wieder so ein schönes, gute Laune-Buch werden wird. Aber da wurde ich leider ein bisschen enttäuscht. Ich fand die Charaktere nicht authentisch und ja, nicht so richtig nachvollziehbar, wie sie gehandelt haben. Die Story war irgendwie unausgegoren, es hatte keinen richtigen roten Faden. Ich fand die Welt, diese fantastische Welt, wurde viel zu groß aufgemacht. Es gab nicht diese eine Idee. Ich fand, es war so ein bisschen ungeordnet und ein bisschen undurchdacht alles. Und dazu, ja, auch die Protagonisten, jedenfalls die eine Protagonistin, die hat mir dann doch so ein bisschen
auch ein bisschen verleidet, weil ich sie manchmal ein bisschen schütteln wollen würde und sie so ein bisschen duckmäuserig war. Ich habe das zusammen gelesen mit Kali und Sarah und wir waren uns da ziemlich einig. Ich habe manchmal die Kerstin Gier, die ich so liebe, rausgelesen in manchen süßen Ideen und in manchen lustigen Momenten, aber die waren mir dann doch ein bisschen zu wenig und ich habe dann ja für mich beschlossen, dass ich die Trilogie nicht weiter verfolgen werde und auch dieses Buch habe ich mittlerweile aussortiert, obwohl es wunderschön ist. Ja, und ich kann euch auch gar nicht sagen, in einem Satz so richtig zusammenfassen, worum es geht, obwohl sie sich in ihren anderen Trilogien ja so wunderbar Themen ausgesucht hat, wie Zeitreise oder Träume. Und diesmal ist es ja eine Parallelwelt, wo es alle möglichen fantastischen Wesen gibt und ein Junge, der einen Unfall hat und danach auf einmal seltsame Dinge sieht und ja irgendwie mit dieser Parallelwelt in Verbindung gerät und mit seiner Nachbarin sich anfreundet, obwohl die sich überhaupt nicht ausstehen können und ganz verschieden sind. Da entwickelt sich natürlich auch eine Liebesgeschichte, das war mir durchaus bewusst. Und ich habe es trotzdem gerne in die Hand genommen, um es zu lesen, aber ja, leider hat es mir einfach nicht gut gefallen. Und ich hoffe dann einfach auf das nächste Buch oder auf die nächste Reihe von Kerstin Gier, die mir dann einfach wieder besser gefallen wird, weil das Wolkenschloss und Silber und die Edelstein-Trilogie, die fand ich einfach wunderbar und werde ich immer wieder hören und lesen, um mich daran zu erfreuen. Passend zur größten Enttäuschung muss man natürlich auch das Gegenteil erfragen. Was ist denn die größte Überraschung? Und auch hier würde ich jetzt nicht unbedingt das beste Buch in die Kamera zeigen, das habe ich ja schon getan, sondern einfach bei einem Buch, wo man nicht so viel erwartet hat, wo man aber viel mehr bekommen hat oder etwas anderes bekommen hat, was man eigentlich erwartet hat. Und da möchte ich The Maid von Nita Prose erwähnen. Das habe ich als Hörbuch gehört und deswegen auch nicht hier als Buch. Und das habe ich zusammen mit den Mädels aus dem Buchclub All You Can Read gehört, gelesen und besprochen. Und ja, das war eigentlich so ein ganz spontane Entscheidung, dass wir das zusammen besprechen wollen in unserem Buchclub, weil wir vorher eine Enttäuschung hatten und jetzt irgendwie ein bisschen was Leichteres, Lockeres haben wollten. Und es wurde sich ein leichter Krimi gewünscht, so ein Cozy Crime. Und damit haben wir jetzt tatsächlich gerechnet, dass es sich hierbei um ein Hausmädchen handelt in einem Hotel, das eben ermittelt. So steht es auch im Untertitel. Ich bin nicht so der Krimi-Leser, aber so ein Cozy Crime dachte ich, kann ja eigentlich nicht falsch sein. Ich habe es mir, wie gesagt, als Hörbuch dann geholt, musste es nicht unbedingt als haptisches Buch da haben, weil ich eben nicht so viel erwartet habe und war dann sehr überrascht, weil es eben nicht ein typischer Cozy Crime war, sondern eher, ich finde es sehr schwierig, das in ein Genre zu packen, weil es vielleicht ein dramatischer Spannungsroman oder ein spannendes Drama. Es geht um ein Hausmädchen namens Molly und Molly ist sehr besonders, denn sie liebt es zu putzen und sie liebt es, ihren ganzen Alltag nach dem Putzen, nach den Ordnen zu sortieren, zu planen. Sie ist mit ihrer Großmutter aufgewachsen. Ihre Großmutter war ihr Ein und Alles. Die ist leider vor einiger Zeit verstorben und jetzt muss sie im Alltag alleine zurechtkommen, was ihr sehr schwer fällt. Aber dieses Geregelte, dieses Geordnete, das macht es ihr einfacher. Und ihr Job macht es ihr einfacher, denn sie liebt ihren Job in dem Hotel, die Zimmer sauber zu machen nach geregeltem Alltag. Sie ist aber in ihrer Art eben auch sehr naiv und kann vieles und vieles Gesagte nicht deuten und die zweite Ebene dahinter erkennen, was sie eben auch sehr ausnutzbar macht. Und so erlebt man als Leser, es wird eben aus ihrer Sicht geschildert und man merkt, dass sie vieles nicht versteht, aber die Autorin schafft es, das so zu schreiben, dass der Leser es auf jeden Fall versteht, dass sie gerade ausgenutzt wird.
Und so ist es für sie dann auch eine große Katastrophe, als ihr Alltag auseinandergenommen wird, als sie eine Leiche in einem Zimmer entdeckt und sie eben auch so ein bisschen als ja, ins Visier gerät der Polizei, aber eben auch von anderen, die sie so ein bisschen ausnutzen. Und was da alles vonstatten geht in dem Hotel und was sie dann alles ja, noch aufdeckt, aber das möchte ich in Anführungszeichen setzen, weil sie ermittelt nicht richtig. Man darf hier keinen Ermittlungs-Cozy-Crime-Buch oder Roman erwarten. Dann könnte man vielleicht enttäuscht werden. In meinem Fall war es eben eine Überraschung. Und ich mochte Molly so gern, weil sie so liebevoll war und eben auch dieses Schrullige hatte, dieses, aber auch dieses Naive, wo man sie manchmal doch ein bisschen schütteln wollen würde. Aber es gibt zum Glück auch noch Leute, die es gut mit ihr meinen und die sie so mögen, wie sie ist und sie so besonders finden, wie sie ist. Und das macht es dann wieder gut. Also wenn sie wirklich nur so gezeigt wird, wie Molly hier ausgenutzt wird, von hinten bis vorne, dann wäre es, glaube ich, schwer zu ertragen. Aber zum Glück gibt es eben auch noch diesen Ausgleich, dass es irgendwann Leute gibt, die sich auf ihre Seite stellen und sie versuchen, sie da aus diesen Schwierigkeiten wieder herauszubuxieren, in die sie sich selbst hinein manövriert hat. Und ja, das ist wirklich sehr schön zu lesen. Man darf hier keine große Action erwarten, man darf hier kein großes Blutvergießen erwarten und wie gesagt keine großen Ermittlungen. Aber es hat trotzdem unglaublich viel Spaß gemacht zu lesen. Man hat manchmal ein bisschen geschmunzelt, es war manchmal ein bisschen tragisch, ein bisschen traurig. Aber letztendlich fand ich es toll und überraschend. Und ich werde es später auch nochmal in einer anderen Frage erwähnen, dieses Buch, weil es da auch einfach so gut passt, obwohl ich immer versuche, nicht Bücher doppelt zu erwähnen und immer hier so eine gewisse Vielfalt mit reinzubringen und versuchen, möglichst viele verschiedene Bücher euch hier vorzustellen. Aber da passt es einfach zu gut rein. Werdet ihr dann später nochmal hören, sehen, wie auch immer. Die nächsten zwei Fragen kann ich eigentlich überspringen, weil ich zu denen gar nicht so viel zu sagen habe. Die siebte Frage bzw. sechste, ist ja auch wurscht, fragt nämlich nach einer Autorenentdeckung, die ich im ersten Halbjahr 2022 gemacht habe. Für mich ist eine Autorenentdeckung etwas, wo ich auf jeden Fall ein Buch gelesen habe von einer Autorin oder einem Autor, von dem ich vorher noch nichts gelesen habe. Aber wo ich jetzt wissen will, was der oder diejenige noch geschrieben hat und unbedingt noch mehr von dem oder diejenigen lesen möchte. Es ist für mich nicht automatisch, wenn ich ein Buch großartig fand oder toll fand, ist nicht unbedingt so, dass ich dann von einer Autorenentdeckung sprechen würde, sondern wirklich nur dann, wenn der Schreibstil so heraussticht oder irgendwie die Ideen oder so herausstechen, dass ich dann unbedingt sagen will, okay, da muss ich noch mehr lesen. Das hatte ich tatsächlich dieses Jahr nicht, auch wenn ich natürlich Bücher gelesen habe von Autoren, die ich vorher, von denen ich vorher nichts gelesen habe. Aber es war jetzt nicht so wie Thomas Finn, den hatte ich ja schon vorher entdeckt, wo ich sagen wollen würde, okay, von dem möchte ich einfach jetzt alles lesen. Das ist jetzt bisher nicht der Fall gewesen und deswegen muss ich es leider überspringen. Wie auch die nächste Frage nach meinem neuen Buch Crush, also eine Schwärmerei. Ich lese ja nicht so viel Liebesgeschichten und bin auch nicht so diejenige, die bei Büchern so von Figuren schwärmt oder so sich in eine Figur verliebt. Und ja, deswegen habe ich leider hier auch nichts. Aber dafür in der nächsten Frage, und sie ist ja immerhin ähnlich, die Frage, und zwar wird dort nach einem neuen Lieblingscharakter gefragt. Und da möchte ich euch wieder Molly nennen von The Maid, weil sie einfach so besonders ist. Gleich, also obwohl sie so naiv ist und so ja manchmal begriffsstutzig, ist sie einfach so wundervoll, liebevoll und sieht eben das Gute in den Menschen, sieht aber auch überall etwas zu putzen und dieser Putzfimmel und dieses Einzuordnen, ja, wie sie Menschen interpretiert und wie sie immer wieder die Weisheiten ihrer Großmutter zitiert, ist einfach herrlich, wunderbar. Und deswegen möchte ich Molly hier nennen, die ja, ich auf jeden Fall in mein Herz geschlossen habe.
Zehntens, fragt nach einem Buch, das mich zum Weinen gebracht hat. Und ja, hier muss ich auch wieder ein Buch doppelt zeigen, und zwar ist das Die Geheimnisse von Briar Hill. Das war einfach das emotionalste Buch in diesem Halbjahr, in diesem ersten Halbjahr. Und auch wenn ich vielleicht noch ein anderes Buch gehabt hätte, was mich auch irgendwie emotional bewegt hat, war das Buch hier wirklich, wo Tränen meinen Wangen runtergelaufen sind und das mich wirklich kalt erwischt hat. Und ja, deswegen möchte ich das gerne hier nochmal zeigen, um nochmal zu verdeutlichen, wie sehr mich das berührt hat. Und ja, deswegen gab es einfach keine andere Antwort für diese Frage. Und auch hier gibt es natürlich auch das Gegenteil dazu. Wenn ein Buch mich zum Weinen gebracht hat, dann gibt es natürlich auch ein Buch, was so richtig Spaß gemacht hat und mich zum Lachen gebracht hat. Es gibt jetzt kein so humorvolles Buch, wo ich sagen würde, das ist jetzt hier Comedy, aber es gibt ein Buch, was durchaus zu dem Satz passt, es hat mir Spaß gemacht und es hat mich unterhalten. Und zwar ist das Das Haus der Monster von Danny King. Das habe ich mittlerweile auch aussortiert, aber ich fand es einfach überraschend unterhaltsam und auch irgendwie lustig in seiner Art und Weise. Es ist zwar Horror, aber es ist humorvoller Horror. Schön schwarzhumorig auch und sehr rasant und actionreich, aber wirklich toll gemacht, auch als Hörbuch. Ich habe es nämlich als Hörbuch gehört. Ich glaube, der Sprecher hieß Stefan Frank oder Frank Stefan, irgendwie so. Der hat das so richtig schön schnoddrig vorgelesen. Das hat mich erst ein bisschen gestört, weil es so gestellt rüberkam. Und ich wusste jetzt nicht so, ob ich das gesamte Hörbuch irgendwie durchhalten kann, das so zu hören. Aber es passte einfach unglaublich gut zu dem Protagonisten. Es geht nämlich um einen Außenseiter, einen alten Mann in einem Dorf. Und dieser alte Außenseiter wird von den Kindern des Dorfs gehänselt und immer wieder geärgert. Ihm werden Streiche gespielt. Und er ist aber nicht so harmlos, wie er wirkt. Und er will den Buben, den Lausbuben, jetzt mal so ordentlich einheizen. Denn er hat eine ziemliche Vergangenheit und hat so einiges erlebt. Und jetzt stellt er den Jungs eine Falle in seinem Haus und sperrt sie in seinen Keller ein und erzählt ihnen dann seine Geschichten. Also es ist im Grunde eine Rahmenhandlung und dann gibt es immer wieder Rückblicke in seine Vergangenheit, also quasi eine Kurzgeschichtensammlung. Ich glaube, es sind 4, die er den Jungs erzählt. Und auch wenn die sehr verängstigt sind, sind sie dann doch ein bisschen neugierig und wissen nicht so ganz, ob sie ihm glauben sollen oder ob er so ein bisschen verrückt ist und ob er sich das alles ausdenkt. Denn die Geschichten handeln von Vampiren, von Serienmördern und von viel mehr. Und es hat mir einfach wirklich großen Spaß gemacht. Also erstmal dieses, dass das alles nicht so ist, wie es scheint. Und dieses rotzige, freche, umgangssprachliche Erzählen, das hat Spaß gemacht. Und ich fand auch den Protagonisten durchaus sehr sympathisch. Es gibt nämlich auch Geschichten aus seiner Jugend, aus seiner Kindheit, dann wo er schon so ein bisschen älter geworden ist und schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat. Und das macht Spaß, ihn da zu begleiten. Also es hat durchaus schon einen roten Faden, weil ich sage ja immer, dass ich nicht so der Fan von Kurzgeschichten bin, aber ich mag es, wenn die Kurzgeschichten in eine Rahmenhandlung eingebunden sind und dann sogar auch noch miteinander zusammenhängen. Und das tut es hier. Es gibt sogar auch noch einen zweiten Band. Ob ich den jetzt irgendwann nochmal hören werde, weiß ich nicht. Aber ich fand das jetzt so, auch wenn es ein bisschen offen war, leider, das hat mir nicht so gut gefallen, dass es hier so ein offenes Ende gab. Obwohl das so ein typisches Horrorfilmende ist, das man vielleicht auch einfach so deuten kann, dass es dass der Schrecken eben doch noch nicht ganz gebannt ist, auf welche Art und Weise auch immer. Ja, und das möchte ich hier auf jeden Fall nennen. Das hat mich unglaublich gut unterhalten und mir Spaß gemacht und mich auch manchmal zum Lachen gebracht. Und kann ich auf jeden Fall empfehlen an alle, die so ein bisschen rasanten Horror mögen, der sich nicht ganz so ernst nimmt. Nummer 12 fragt nach den schönsten Büchern, die ich 2022 im ersten Halbjahr
mir zugelegt habe, beziehungsweise neu bei mir eingezogen sind. Und ja, da habe ich einige. Ich habe mir jetzt hier mal so drei rausgepickt, die ich unglaublich schön finde. Zum einen haben wir hier wieder Thomas Finn, diesmal mit einem Fantasy-Roman, Der silberne Traum, die Chroniken der Nebelkriege. Das ist die Vorgeschichte zur Trilogie. Und ich habe das mal in einer anderen Ausgabe, in der Neuausgabe, schon mir angeschafft und in dieser Neuausgabe auch gelesen. Aber ich finde einfach diese alte Ausgabe noch viel, viel schöner. Und dann habe ich das irgendwann ausgetauscht. Und ich liebe ja auch so knorrige, verästelte Bäume. Dann hat das ja auch hier so kleine Silbersprenkel. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. So, ne? So seht ihr das ein bisschen. Ja. Silbersprenkel, die hier herausstehen, die alleine die silberne Schrift, dieser Farbverlauf im Hintergrund, man sieht einen Mond, ja, und auch der Rücken sieht sehr, sehr schön aus. Innen drin ist da jetzt nichts zu holen, auch das Vorsatzpapier hat jetzt nicht so eine schöne Farbe, aber außen ist es schon ein wirklich Hingucker und auch die Folgebände, die schimmern tatsächlich so metallisch und sehen auch richtig toll aus. Aber ich finde, das Buch ist aus der Reihe wirklich vom Motiv her das Schönste. Ich sehe gerade, ich habe doch nur zwei Bücher ausgesucht. Das dritte, was ich mir aufgeschrieben habe, ist auch bereits schon aussortiert. Und zwar ist das Monster auf der Couch. Und das fand ich von der Idee einfach so großartig. Es ist jetzt nicht wunderschön und hübsch, sondern einfach sehr toll von der Aufmachung, weil es einfach verschiedene Akten innehält und verschiedene Unterlagen. Deswegen ist es von der Aufmachung innen einfach sehr, sehr besonders aufgemacht. Das hatte ich mir einfach nochmal aufgeschrieben, weil es hier um eine Psychologin, um eine Psychotherapeutin geht, die eben ja die fantastischen Figuren oder Figuren aus fantastischen Klassikern aus der Schauerliteratur, die halt therapiert. Ob das nun Camilla ist, die Vampirin, oder ob das Dr. Jekyll ist, aus Dr. Jekyll und Mr. Hyde, die Frankenstein-Familie und wie heißt er noch? Dorian Gray. Ja, und die Idee fand ich so großartig. Die Frage einfach, was wäre passiert, wenn diesen Leuten einfach eine Psychotherapeutin an die Seite gestellt werden würde und wie wäre die Geschichte ausgegangen? Leider, also es war interessant zu lesen, aber leider gab es keinen großen roten Faden dahinter. Das fand ich sehr, sehr schade. Aber die Aufmachung, darum geht es ja jetzt hier, war einfach ganz, ganz toll, weil wir eben die Akten dieser Psychotherapeutin gelesen haben, aber auch Zeitungsausschnitte und Ausschnitte aus Fachbüchern und so weiter. Also richtig tolle Idee, aber die Umsetzung, ja, leider nur mittelmäßig. Deswegen ist das Buch ausgezogen. Aber das schönste Buch, ich würde sagen, die Illustrationen sind hier das Schönste und ja, außen ist es auch sehr, sehr hübsch, ist die Sonnenwächterin von Maja Lunde, eine Frühlingsgeschichte. Ich habe von ihr ja auch schon die Winter-Weihnachtsgeschichte gelesen und war davon bezaubert. Auch das war sehr tiefgründig und hat einen zu Tränen gerührt, aber eben auch die Illustrationen haben etwas in einem bewirkt. Hier haben wir es wieder mit der Illustratorin Lisa Aisato zu tun und ja, wenn ich jetzt nicht eine Autorenentdeckung hatte, dann hatte ich auf jeden Fall eine Illustratorenentdeckung, denn hier habe ich jetzt nochmal so ganz bewusst die Illustratoren mir angeschaut und gesehen, ja, das sind einfach Illustrationen, die mir von Stil einfach sehr gut gefallen. Denn Lisa Aisato kann es unglaublich gut, Emotionen auf Gesichtern von Menschen einzufangen. Obwohl ich auf Covern zum Beispiel es gar nicht so mag, wenn Gesichter zu sehen sind, fand ich es hier einfach toll, wie mit Farbe gespielt wird und wie eben diese unglaublichen Emotionen auf den Gesichtern gezeigt werden. Da zeige ich euch, hatte ich euch schon mal gezeigt, einmal hier, ob das nun Trauer ist,
aber auch unbändige Freude. Das Schönste an diesen, also die schönste Illustration in diesem Buch ist, glaube ich, diese hier. Ja, einfach unbändige Freude und Lebensglück. Ja, kann euch auf jeden Fall auch diese Geschichte ans Herz legen, besonders jetzt im Sommer. Es heißt zwar, dass es eine Frühlingsgeschichte ist, aber ich habe es eigentlich eher als eine Sommergeschichte empfunden. Was ich auch ein kleines bisschen schade finde, weil ich hier eben den Frühling erwartet habe. Es geht um ein junges Mädchen, das in einem Ort lebt, wo es nur regnet. Regnet und bedeckt ist. Und wo ihr Großvater, mit dem sie zusammenlebt, der einzige ist, der in seinem Gewächshaus Gemüse züchtet und dann ja das Dorf quasi damit ernährt. Auch wenn es nicht viel ist, aber immerhin kommt er immer wieder ja, mit einem Korb voller Gemüse heran. Doch das Mädchen sieht irgendwann, dass er dieses Gemüse gar nicht aus dem Gewächshaus holt, sondern aus dem Wald. In dem Wald, wo sie überhaupt nicht hingehen darf. Und sie folgt ihm und findet in einer großen Felswand einen Spalt, wo sie hindurchschlüpft. Und dort hinter findet sie ein Reich, was so bunt ist, was blüht und so sommerlich warm ist. Und ja, eben auch die Sonne, die bei ihnen irgendwie fehlt. Und sie trifft auf einen Jungen, der dort scheinbar lebt. Und die beiden versuchen jetzt herauszufinden, was da überhaupt, ja, was des Rätsels Lösung ist und was da die Geheimnisse sind und warum das alles so versteckt wurde und wer die Sonnenwächterin ist und warum die Sonne überhaupt bewacht werden muss. Es geht zum Schluss auch um Hitze und natürlich um verdrängte Erinnerungen, um tragische Geschehnisse. Und dass die Hitze oder die Sonne natürlich nicht sein kann. Also wenn man nur die Sonne hat, dann ist es natürlich ein bisschen zu heiß und man braucht eben beides. Also fand ich wieder sehr schön. Ich fand aber das Winterbuch hat mir auf jeden Fall besser gefallen und wie gesagt, ich fand es ein bisschen schade, dass es hier für mich eher gefühlt ein Sommerbuch ist als ein Frühlingsbuch. Aber in dem Sommerbuch wird sie vielleicht mehr aufs Meer oder auf Wasser eingehen. Ich bin gespannt. Ich werde sie mir auf jeden Fall auch zu Gemüte führen. Und dieses Buch ist wirklich ein Schmuckstück. Es ist wunderschön anzusehen. Und das macht es eben auch aus. Also hier geht der Zauber nicht nur von den Buchstaben aus, sondern eben auch von dieser Aufmachung und von diesen Illustrationen. Und die Illustratorin, die hat eben auch noch andere Sachen gemacht. Und so langsam entdecke ich oder erkenne ich auch einfach ihren Stil und kann sehen, was sie illustriert hat. Und da halte ich auf jeden Fall die Augen offen. So, und jetzt sind wir auch schon bei der letzten Frage angelangt und dort wird gefragt, was sind die drei Bücher, die ich im zweiten Halbjahr auf jeden Fall noch lesen möchte? Und da habe ich mir ja hier drei Bücher rausgesucht und ich habe mir ja für das Jahr 2022 auch so gewisse Vorsätze vorgenommen, Lesevorsätze, welche Reihen ich beenden möchte und welche Subleichen ich lesen möchte. Das waren ja so die zwei Challenges, die ich hatte. Einmal Reihen beenden und einmal Bücher zu lesen, die hier wirklich am längsten schon ungelesen bei mir liegen. Und da habe ich schon einiges geschafft und da bin ich auch sehr stolz drauf. Aber ein Buch ist eben immer noch auf meiner Leseliste und das passt jetzt sehr gut in den Sommer. Das würde ich schon ganz gerne im Sommer noch lesen. Und zwar ist das Lady Africa von Paula McLean. Ist gar nicht so sehr meine Comfortzone. Das habe ich irgendwann mal aus einer Bücherschnitzeljagd ergattert. Und da war, glaube ich, die Aufgabe, ein sommerliches Buch zu finden. Und ich bin ja jetzt, wie gesagt, nicht so diese typische leichte, locker Liebeslektüren-Leserin. Aber das Buch hatte mich irgendwie angelacht, weil es eben auch so ein bisschen nach Abenteuer klingt, denn es beleuchtet eine Figur, die es tatsächlich gab. Und
Ja, das ist eine junge Frau, die aufgewachsen ist als Tochter eines Lords im afrikanischen Busch. Und sie interessiert sich nicht für Seidenkleider oder Etikette, sondern für Pferde. Und sie ist mutig und sie ist stark. Und dann lernt sie ein Ehepaar, glaube ich, kennen, die Piloten sind. Und ja, sie ist auf einmal einer großen Leidenschaft entflammt, eben den Fliegen. Und das soll eben ein großes Afrika-Epos sein. Und die wahre Geschichte der Flugpionierin Beryl Markham beleuchten, die als erste Frau den Atlantik überquerte. Ja, das habe ich mir jetzt so ein bisschen aus dem Klappentext schustern müssen. Ich bin gespannt, ob mich das bezaubern kann. Es kann durchaus sein. Ich liebe ja das Cover, weil es so gelblich ist. Und ja, ich mag gelb. Und das wäre schon ganz gut, wenn ich das jetzt irgendwie im August, spätestens September lesen würde. Weil das doch irgendwie, glaube ich, schöner ist, wenn man es bei Sonnenschein liest. Manche Bücher, finde ich, muss man nicht, aber mag ich einfach sehr gerne den Jahreszeiten angepasst zu lesen. So, dann habe ich mir noch eine Reihe rausgepickt, die ich ja mir vorgenommen habe zu lesen bzw. anzufangen. Und zwar ist es Die Gabe der Könige, die Weitseherreihe von Robin Hobb. Liegt schon unglaublich lange auf meinem Sub. Also es ist gleichzeitig eine Subleiche. Also Sub steht ja für Stapel ungelesener Bücher. Also es ist wirklich ein Buch, was hier schon sehr, sehr lange ungelesen rumliegt, schon mehrere Jahre. Und es ist eine Reihe, die ich immer schon mal lesen wollte. Ob ich die komplett in diesem Jahr lesen werde, weiß ich nicht. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dieses Jahr diese Reihe auszuprobieren, ob das wirklich etwas für mich ist, weil viele einfach davon schwärmen. Hier geht es ja um den Bastard Fitz. Genau. Und ich glaube, seine Gabe ist es, mit Tieren kommunizieren zu können, mit Hunden zum Beispiel. Und er muss sich so ein bisschen entscheiden, ob er ja, dem König treu ergeben ist und das tut, was man von ihm erwartet, oder ob er doch sich ein eigenes Bild macht und dem entgegengeht. Was das jetzt überhaupt bedeutet, man wird sehen. Also hier steht auch, denn die Intrigen bei Hofe sind mannigfaltig und Fitz kann seine Augen nicht vor dem drohenden Unheil verschließen, das dem Reich droht. Ja, doch da befiehlt ihm der König genau das zu tun. Fitz muss sich entscheiden, wird er gehorchen oder seinem eigenen Gewissen folgen? Ja, ich bin gespannt, weil hier natürlich noch nicht so viel Magisches hervorgeht, außer diese Gabe, die er haben soll. Ja, gerade weil ich ja auch so ein liebe Tiere und Hunde auch insbesondere. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass ich mich gut in Fitz hineinversetzen kann. Und wenn mir diese Reihe gefällt oder dieses Buch gefällt, dann habe ich unglaublich viele Bücher von dieser Autorin. Das könnte tatsächlich eine Autorenentdeckung werden. Ich bin sehr gespannt. Ja, und als letztes Buch, das habe ich gerade erst vor ein paar Tagen besprochen. Das ist ein Buch, was ich gerne zusammen in einer Leserunde mit Kali lesen möchte. Und zwar ist das Scholomance von Naomi Novik, der erste Band einer Trilogie. Band 2 ist bereits erschienen und Band 3 erscheint noch dieses Jahr. Das ja, finde ich auf jeden Fall gut, dass die Bücher so schnell hintereinander getaktet waren und dass man dann auch nicht so lange auf die Fortsetzung warten muss und dass man auch weiß, nach Band 3 ist Schluss. Also es ist auf jeden Fall auf eine Trilogie angelegt. Und ja, das Buch interessiert mich auf jeden Fall und ich finde es auch wirklich wunderschön, muss ich sagen. Auch Band 2 und Band 3 schließen sich da an. Und es scheint auf jeden Fall düstere Jugendfantasy zu sein. Hier geht es um eine Schule und diese Schule, diese Magierschule, kann man nur bestehen, wenn man überlebt. Denn diese Schule besteht wohl auch aus Monstern. Es gibt keine Lehrer und es gibt wohl auch keine Klassen oder keine Unterrichtsstunden, sondern man muss einfach nur in dieser Schule überleben lernen. Und die Protagonistin hat wohl eine besondere Gabe. Sie ist bestens vorbereitet. Sie hat zwar niemanden, der ihr hilft, aber eine starke dunkle Gabe, mit der sie problemlos auf einen Schlag die Monster auslöschen könnte, die überall in der Schule lauern. Aber das würde auch ihre Mitschüler treffen,
treffen. Anders als der unerträglich Schulstar Orion, der ständig Leben rettet, tut Elle deshalb alles, um diese Gabe nicht zu nutzen. Es sei denn, sie hat keine andere Wahl. Ja, ich hatte halt ein bisschen gehofft oder befürchtet, dass es hier wieder eine versteckte Liebesgeschichte gibt. Aber ich habe schon viel gehört, dass es doch sehr düster und ja, sich gar nicht so sehr darauf konzentrieren soll, auf eine Liebesgeschichte, und auch richtig cool sein soll. Deswegen habe ich wieder ein bisschen Hoffnung geschöpft und freue mich darauf und hoffe, dass Carly und ich da großen Spaß dabei haben werden. Also da haben wir uns vorgenommen, das so Richtung Herbst zu lesen, aber vielleicht auch schon früher, wenn wir da jetzt doch irgendwie früher Bock drauf haben. Ja, und da würde ich dann auch gerne Band 2 und 3 relativ schnell hinterher schieben, wenn es mir dann gefällt. Ja, und das waren sie. Das waren sie, die Fragen zum ersten Halbjahr 2022. Wenn ich jetzt nochmal so selbst zurückblicke und schaue, wie mir das erste Halbjahr gefallen hat, lesetechnisch, dann muss ich sagen, es hat unglaublich stark angefangen. Januar und Februar, da habe ich so viele Geschichten entdeckt, da habe ich so viel gelesen und Hörbücher gehört, und dann ist es stark eingebrochen. Da hatte ich dann immer nur so 2 Bücher gelesen oder gehört, und das hat sich eben bis jetzt durchgezogen. Natürlich hatte da auch der Umzug Schuld, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also die letzten Wochen während des Umzugs habe ich gar nicht gelesen, und jetzt erst habe ich wieder angefangen, und das ist so schön, wie nach Hause zu kommen. Ja, auch schöne Metapher, die natürlich unglaublich gut passt, mir auch hilft, irgendwie hier jetzt wieder mich zu Hause zu fühlen. Und seitdem die Bücher im Regal stehen, ist es natürlich noch schöner, ja, zu Hause ist, wo deine Bücher im Regal stehen. Deswegen habe ich möglichst schnell die Bücher aus den Kartons gepackt, befreit und sie reingestellt, auch wenn sie noch nicht sortiert sind. Ja, da werde ich euch auf jeden Fall, wie gesagt, auch noch ein Video zu drehen. Da freue ich mich schon drauf, die sortieren zu können und schön hinzustellen, zu verteilen hier in der Wohnung und ein schönes Bücherreich für mich zu schaffen. Ja, und nun hoffe ich, dass für euch etwas dabei war. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, wie euer erstes Lesehalbjahr so war. Und vielleicht möchtet ihr ja 1, 2, 3 Fragen von dem Tag beantworten, wenn ihr möchtet sogar alle. Das interessiert mich wirklich sehr, und man kann natürlich auch ein paar Bücher entdecken. Ja, und dann schauen wir mal, wie das zweite Halbjahr so wird. Hoffentlich wieder ein bisschen lesereicher als die letzten Monate. Ja, da bin ich aber sehr zuversichtlich. Hauptsächlich freue ich mich darauf, wieder tolle Bücher zu entdecken. Und ich freue mich jetzt auch wieder drehen zu können, habe wieder viele Ideen. Und ja, hoffe, ihr habt auch Lust, weiterhin hier Videos zu schauen. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.